Moin und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Wir machen heute orientalisches Reisfleisch oder auch Pilaf oder auch Plov genannt. Und wenn du wissen möchtest, wie man das macht, bleibst du am besten dran und guckst das Video bis zum Schluss. Und solltest du noch kein Abonnent dieses Kanals sein, dann klick gerne unten auf Abonnieren und abonniere den Kanal. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du auch nichts mehr, wenn es etwas Neues gibt. Und dieses Gericht hier, das ist tatsächlich ein Zuschauerwunsch, denn ich wurde mal gefragt, hör mal, kannst du nicht was mit Trockenobst machen? Und ja, da haben wir dann die Idee gehabt, Mensch, dann lass uns doch einen Pilaf machen oder einen Plov. Ich habe es nur orientalisches Reisfleisch genannt, schlicht und ergreifend, weil sonst klickt es wieder mal keiner an, weil die Leute sowas irgendwie nicht interessiert. Aber wenn da Reisfleisch steht, dann läuft's. Und wir sind auch direkt nach dem Fleisch, direkt bei der Zwiebelliebe. Und wenn du dich fragst, was zum Teufel soll das denn? Dann guck einfach mal unten in die Kommentarsektion. Da findest du nämlich die Zwiebelarmee. Und wenn du dazugehören möchtest, dann schreib gerne den Hashtag Zwiebelliebe unten mit rein. Und dann gehörst du dabei. Jeder Kommentar ist wichtig, hilft der Community zu wachsen, freut mich ungemein. Und ich sehe auch immer zu, alle Kommentare zu beantworten. Mal geht's schneller, mal dauert's ein bisschen langsamer. So, und jetzt habe ich schon richtig ordentlich alles zusammengequatscht. Ne? Die genaue Zutatenliste, die findest du natürlich wie immer am Ende vom Video. Und das, was du hier siehst, das ist eine ganze Zehe Knoblauch. Und wir werden auch eine ganze Zehe Knoblauch verarbeiten. Ja, viele Leute, die fragen ja immer, ah, kannst du nicht mal was mit ein bisschen mehr Knoblauch machen? Hier, Leute, das ist nur für euch. Ihr werdet gleich sehen, was es damit auf sich hat. Schmeckt aber gut, also lasst euch da nicht verunsichern. Das hier sind Karotten. Die würde ich an eurer Stelle kurz ein bisschen schälen. Und dann werden die gerieben. Ja, die sorgen hinterher für so eine frische Note und geben der ganzen Geschichte auch noch Bindung. Die sind essentiell, also wenn du noch ein paar Karotten hast, dann weißt du jetzt, wofür du die verwenden kannst. Und das hier, das sind frische Datteln. Die habe ich bei uns im Supermarkt gekauft. Ja, unser Rewe ist jetzt ein Dornseifermarkt. Und die haben jetzt auch so fancy Sachen wie zum Beispiel Datteln frisch, mehr oder weniger, mit Stein. Und das war's schon mit der Schnibbelei. Denn jetzt geht es am Dutch Oven weiter. Und das hier ist der einzige Kanal mit dem Löffel mit Herz. Ja, und den nutzen wir natürlich auch. Und jetzt, ich weiß, du kannst es nicht mehr hören, aber ich sage es trotzdem immer und immer und immer wieder, damit es keiner vergisst. Und zwar, das Fleisch wird natürlich nach und nach angebraten. Wenn du alles an Fleisch sofort da reingibst, dann hast du das Problem, dass das wässert und dann brätst du nicht, sondern du kochst. Kleiner Tipp auf dem Gasgrill. Kannst du das ein bisschen umgehen, wenn du da ordentlich Hitze drunter machst und den Dutch Oven richtig heiß werden lässt. Wenn du mit einem normalen Dutch Oven arbeitest, dann wird es ein bisschen schwieriger. Deswegen achte drauf, dass du das Fleisch in 2-3 Rutschen anbrätst und dann ist auch gut. Wenn das Fleisch dann Röstaromen hat, dann kommen die Zwiebeln mit dabei und jetzt wird das Ganze nochmal einmal eingerührt und natürlich werden die Zwiebeln ein bisschen glasig angedünstet. Wichtig bei dem Rezept ist, das wird später nicht mehr umgerührt, ja? Du wirst gleich sehen, wir werden da die Finger von lassen, deswegen kannst du jetzt so ein bisschen deiner Rührlust frönen, aber gleich ist Schluss damit. Das wird gleich nicht mehr durchgerührt. Dann an Gewürzen haben wir ein bisschen Sternanis, ein bisschen Kreuzkümmel und ein Lorbeerblatt, natürlich auch noch Salz und Pfeffer. Ja, da kannst du, also Lorbeerblatt würde ich eins nehmen und Sternanis auch eins. Bei den übrigen Zutaten kannst du natürlich immer so machen, wie es dir schmeckt. Und jetzt kommt da ein bisschen Geflügelbrühe oder auch Rinderfond oder Gemüsefond, das was du gerade hast. Kommt auf jeden Fall mit da rein und dann wird auch nicht mehr gerührt. Jetzt kommt nämlich der Knoblauch mit dabei, dann wird der Deckel aufgesetzt und jetzt wird das Ganze in dem Fall im Gasgrill indirekt mindestens für 2 Stündchen köcheln gelassen, zwischendurch reingucken, ob noch Flüssigkeit drin ist. Und nach eben diesen 2 Stunden sollte das Ganze so aussehen. Wie gesagt, wenn du merkst, oh, da ist keine Flüssigkeit drin, dann musst du da reingucken. Also nicht einfach den Dutch Oven reingeben und vergessen, sondern du musst da zwischendurch reingucken. Und jetzt kommt alles, die Datteln kommen da rein, die Karotten kommen da rein und dann wird das Ganze nochmal durchgerührt. Das gerade gesehen, da kam der Knoblauch auch raus. Der kommt aber gleich wieder rein, nämlich so viel, wie du haben möchtest an Knoblauchzehen, die kommen dann wieder mit da rein. Wir haben uns jetzt gedacht, wir wollen uns mal nicht lumpen lassen und haben natürlich alles wieder reingemacht. Und dann nimmst du das Lorbeerblatt raus und den Sternanis, gibst den vorgewaschenen Reis mit da rein und die Rosinen. Das Ganze wird dann jetzt nochmal durchgerührt und dann, das habe ich leider nicht als Aufnahme, da haben wir irgendwie gepennt, kommt nochmal einen Liter Brühe oben drauf und dann lässt du das Ganze wieder für eine halbe Stunde stehen und es wird nicht umgerührt. Ganz wichtig, das darf man nicht.
Und wenn du nach wie vor nicht umgerührt hast, dann sieht das Ganze so aus. Und der Reis ist wunderbar fertig geworden, richtig schön saftig. Das Fleisch ist gar, die Karotten, die geraspelten, sind fertig. Es schmeckt alles ineinander, butterzart, und es ist einfach echt der absolute Hammer. Ich finde es immer schade, dass die Leute solche Gerichte dann irgendwie nicht honorieren, wie das 5000ste Steak oder sowas, was da irgendwie halb tot gequält wird. Aber wenn du das mal nachmachen möchtest, dann kann ich dir das auf jeden Fall empfehlen. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Und wenn du auch mal ein Wunschrezept hast, dann schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Genauso wie ich mich natürlich darüber freuen würde, allgemein von euch zu lesen. Und ich bedanke mich bei jedem fürs Zuschauen, fürs Dabeibleiben. Ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!